Um einen Nistkasten bauen zu können, braucht man zuerst einmal eine Werkbank oder einen anderen geeigneten Arbeitsplatz. Im Idealfall besitzt dieser einen Schraubstock. An Werkzeug benötigt man einen Akkuschrauber und Schrauben, verschiedene Bohrer, einen Zollstock und einen Bleistift, einen Hammer und Nägel, eine Raspel, eine Feile, etwas Schleifpapier, einen Anschlagswinkel und eine Säge. Als Material dient eine Holzplatte mit einer Stärke von etwa 1 bis 1,5 cm. Ein Bauplan für den Nistkasten wird ebenfalls benötigt. Nun überträgt man die Maße aus der Zeichnung auf die Holzplatte. Dabei kommt neben dem Anschlagswinkel auch der Zollstock zum Einsatz. Bei längeren geraden Linien kann eine gerade Holzleiste zu Hilfe genommen werden. Nachdem alle Maße übertragen wurden, kann mit dem Sägen begonnen werden. Dazu sollte man die Platte in einen Schraubstock einspannen. Nun setzt man die Säge an und justiert sie anfangs mit dem Daumen. Sobald eine kleine Kerbe im Holz ist, nimmt man den Daumen weg und zieht das Sägeblatt vollständig durch. Wenn alle Stücke ausgesägt sind, kann man sie noch einmal mit dem Anschlagswinkel auf die Rechtwinkligkeit prüfen. Nun muss das Flugloch auf der Vorderseite des anschließenden Nistkastens gezeichnet werden. Einige Vögel bevorzugen ein leicht ovales Einflugsloch. Dies ist aber je nach Vogelart unterschiedlich. Wenn das Einflugsloch angezeichnet wurde, wird es im Idealfall mit einem sogenannten Forstner Bohrer gebohrt. Dazu spannt man ihn in einen Akkuschrauber. Nun kann gebohrt werden. Anschließend bearbeitet man das Loch gegebenenfalls mit einer Raspel, bis es die ovale Form angenommen hat. Die Feinarbeit erfolgt mit der Feile. Um Splitter am Einflugsloch zu entfernen, arbeitet man das Flugloch mit Schleifpapier noch einmal nach. Um in den Nistkasten eindringende Feuchtigkeit das Ablaufen zu ermöglichen, werden in den Boden einige Löcher gebohrt. Nun können alle Teile zusammengeschraubt werden. Um ein Splittern des Holzes zu vermeiden, sollten die Löcher zuvor vorgebohrt werden. Anschließend kann geschraubt werden.
Gleiches gilt auch für die Rückseite. Und ebenfalls die Vorderseite wird zuerst gebohrt und anschließend verschraubt. Jetzt fehlt nur noch das Dach. Dazu dient entweder eine mit Dachpappe überzogene Holzplatte oder eine beschichtete Holzplatte. Diese wird nach dem Aussägen mit kleinen Nägeln auf den Kasten genagelt. Nun ist der Nistkasten fertig und kann aufgehängt werden. Und mit etwas Glück bezieht im nächsten Frühling ein Vogelpaar den Nistkasten.